Auf einer Fahrt durch Sri Lanka gibt es immer wieder einen unfreiwilligen Stopp. In einer schmalen Brücke muss man halt den Gegenverkehr durchlassen. Er hier zieht es vor, oben durch zu gehen. Nur nicht zu neu an die Menschen herankommen. Viele von ihnen sind gefangen, gezähmt und dressiert worden. Man schickt sie dann auf die hohen Palmen und kann ihnen genau sagen, welche Nüsse sie pflücken sollen. Jeden Morgen schneidet er seinen Gummibäumen ein Streifchen mehr von der Rinde ab. Und seine Frau hilft ihm dabei. Aus den frischen Wunden tropft das weiße Blut den Stamm entlang ab und wird in einer Kokosnussschale aufgefangen. Es ist feucht und kalt in dem Wald. Man darf nicht lange stehen bleiben. Das Gras und die Blätter am Boden sind voller Blutigel.